Früher Nachmittag in Washington, D.C. Der Kameramann dirigiert ARD-Korrespondent Stefan Niemann auf einer Mauer. Im Hintergrund das US-Kapitol. Ein Aufsager für die Tagesschau wird aufgezeichnet. Die Verhandlungen gehen übers Wochenende weiter. Erst wenn der Journalist zufrieden ist, geht es zurück ins Studio. Ja, es geht darum zu demonstrieren, dass wir sozusagen eine Kompetenz haben durch das Hiersein. Hier kennen wir uns aus, hier steht einer, der hier schon länger lebt, der das, was passiert, einordnet. Das verspricht sich die Redaktion davon, dass die Zuschauer dem Mann, der hier jetzt erzählt, wie das zu bewerten ist, vertrauen. ARD aktuell heißt die Gemeinschaftsredaktion seit 1977. Auf dem Gelände des NDR-Fernsehens in Hamburg ordnen hier etwa 300 Menschen für die Zuschauer das Tagesgeschehen aus aller Welt. Tagesschau heißt, Welterklärer für ein Millionenpublikum zu sein. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, Nachrichten rund um die Uhr, Fernsehen, Online und mobile Endgeräte. Dann 34,3%, 10,8 Millionen Zuschauer. Das ist okay. Haus 18 in Lockstedt. Kai Gnifke ist erster Chefredakteur von ARD aktuell, der gemeinschaftlichen Nachrichtenredaktion der neuen ARD-Anstalten. Morgens um 10.30 Uhr, die wichtigste Konferenz des Tages. Die Lage heute unübersichtlich. Wieso stehen 46 Milliarden zur Verfügung? Liegen die auf irgendeinem Schweizer Nummernkonto oder haben wir die gerade? Wo kommt diese Zahl her? Hier entscheidet sich, welche Themen des Tages wichtig werden könnten und welche Termine mit Reportern besetzt werden müssen. Gut, danke. In diesem Hochbunker auf Hamburg-St. Pauli ging vor mehr als 65 Jahren die erste Tagesschau auf Sendung. Als eines der wenigen vom Krieg unversehrten hohen Gebäude bot der Bunker mit hohen Decken gute Voraussetzungen für Fernsehübertragungen. Nicht so repräsentativ wie das Funkhaus, aber dafür umso sicherer liegt die Keimzelle des Fernsehrundfunks hinter den dicken Mauern eines Hochbunkers. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und der Wetterkarte. In den Anfangsjahren gab es eine Sendung pro Tag. Mittags im Newsroom. Chefredakteur Kai Gnifke und Chef vom Dienst Stefan Ziegenhagen besprechen die 20-Uhr-Sendung. Unstreitig, diese beiden Themen stehen oben. Die Sendung, die hier produziert wird, das ist die Tagesschau 20 Uhr, das ist das Flaggschiff. Das ist eine Sendung, die heute Abend 10 Millionen Menschen versucht zu erklären, was den Tag über passiert ist. Und deren die Menschen auch nach wie vor großes Vertrauen entgegenbringen. Und da kommt es wirklich auf jedes Wort an. Deshalb ist das, was die Menschen hier machen, schon von verdammt großer Bedeutung. Bis zu 21 Tagesschau-Ausgaben laufen über den Tag verteilt. Dazu Tagesschau 24 als eigener Nachrichtenkanal. Aus den Abendnachrichten ist ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb geworden. Die Zentrale in Hamburg, quasi die Kommandobrücke. Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, müssen die Redakteure in Hamburg die Themen gewichten. Natürlich konzipieren wir Sendungen den ganzen Tag über. Und dann kommt kurz vor 20 Uhr möglicherweise die Einigung bei den Koalitionsverhandlungen. Und alles ist wieder anders und wir müssen alles über den Haufen werfen. Aber das macht auch ein bisschen wirklich ja, den Reiz dieses Berufs aus. Und was macht eigentlich der Chefredakteur? Ein Teil meines Jobs ist es, die einfachen Fragen zu stellen. So eine Frage wie heute Morgen. Was ist eigentlich diese Zahl mit 46 Milliarden Euro, von der alle sagen, die gibt es zu verteilen? Wo kommt die her? Wer misst die? Woran? Einfach, das sind, glaube ich, so ein paar auch Impulse, die man als Chefredakteur geben kann. Aber am Ende sind die Chefinnen und Chefs vom Dienst diejenigen, die viel besser wissen, was zu tun ist. Die 46 Milliarden, wir haben jetzt inzwischen mal nachgeguckt. Wir haben ja Leute, die das dann machen können. Das ist eine Zahl aus dem Bundesfinanzministerium. Für diese und viele andere Antworten gibt es die Tagesschau. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging es den Alliierten um den Wiederaufbau, Demokratie und freie Medien. Dafür gründeten Amerikaner, Briten und Franzosen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Mitte der 50er Jahre der Nordwestdeutsche Rundfunk teilt sich in NDR und WDR auf. Und mit dem Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik wächst auch die ARD weiter. Mit der Wiedervereinigung werden der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg und der Mitteldeutsche Rundfunk gegründet. Mecklenburg-Vorpommern tritt dem NDR-Sendegebiet bei. Zuletzt zwei Fusionen. Im Südwesten entsteht der SWR. Für Berlin und Brandenburg sendet nun der RBB.
Diese neuen Landesrundfunkanstalten bilden die ARD und versorgen die Tagesschau mit Nachrichten aus allen Teilen Deutschlands. Die Tagesschausprecher seit mehr als 65 Jahren, für viele Zuschauer fast schon Familienmitglieder, die jeden Abend kurz reinschauen. Nachrichtensprecher Jan Hofer ist seit 33 Jahren im Team der Tagesschau. Mittlerweile ist er Chefsprecher. Sein Gesicht kennt fast jeder in Deutschland. Wie jedes Mal vor einer Live-Sendung muss er in die Maske. Die Haut wird abgedeckt, weil die Haut an sich sehr viele Feuchtigkeitspartikel hat. Und in der Helle der Scheinwerfer würden die sehr unangenehm glänzen. Das heißt, es wird mit ein bisschen Schminke abgedeckt, was natürlich auch so ein paar Hautunreinheiten verbirgt. Aber dann kommt Puder drauf und dann ist die Haut trocken und stumpf. Dass ein gestochen scharfes Bild bei den Zuschauern ankommt, liegt am Sendemast in Hamburg-Moorfleet. 300 Meter hoch, mehr als 300 Tonnen schwer, wird er von gut 2,3 Kilometer langen Stahlseilen im Hamburger Südwesten gehalten, damit er niemals ins Schwanken gerät. Mastinspektor Thorsten Gretfeld muss heute hier rauf. Der Standort ist ein sehr wichtiger, weil wir hier an dieser Stelle DVB-T2 abstrahlen, was ja auch für unsere Zuschauer von Bedeutung ist, da wir hier da die Fernseh gucken wollen. Ja. Bis zur letzten Plattform auf 175 Metern fährt immerhin ein Lift. Ohne Höhentauglichkeit geht dann oben nichts. Wir haben natürlich grundsätzlich die Verpflichtung, unsere Verkehrssicherung hier aufrechtzuerhalten. Und dazu muss ich Minimum einmal im Jahr diesen Antennenträger besteigen, dort hochklettern und mir anschauen, ob alles soweit noch standsicher ist und völlig in Ordnung. Für Thorsten Gretfeld ist das Arbeiten knapp unterhalb der Wolkendecke zwar Routine, aber dennoch ist höchste Konzentration gefragt. Von oben aus ist die Signalversorgung aller Haushalte im Umkreis von 60 Kilometern sichergestellt. Mit nahezu Lichtgeschwindigkeit von fast 300.000 Kilometern in der Sekunde wird das Sendesignal ausgestrahlt. Aus ganz Deutschland und dem Rest der Welt schicken die ARD-Korrespondenten ihre Signale zurück nach Hamburg für die Tagesschau. Im internationalen Vergleich ein nahezu einmaliges Netzwerk an insgesamt 30 Standorten weltweit. Nicht nur aus Europa, sondern auch aus Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika wird Hörfunk, Fernsehen und oftmals auch beides für das Publikum in Deutschland produziert. Als eines der wichtigsten Studios gilt Washington D.C. An kaum einem anderen Ort findet mehr Weltpolitik statt. 7000 Journalisten berichten aus der US-Hauptstadt. Denn wer auch immer im Weißen Haus sitzt, die Welt schaut hierher. Seit 6 Jahren ist Stefan Niemann hier in Washington. Für ihn geht an diesem Tag die Berichterstattung erst richtig los. Nicht der glänzende Eindruck, den man machen will. Wir machen eine Live-Schalte nach Hamburg zur Tagesschau. Es geht um die Frage, wie sieht die Bilanz von Donald Trump aus für seine Anhänger, für seine Gegner, für den Rest der Welt. Und wir werden wahrscheinlich auch gefragt, ob es hier zu einer Art Regierungsstillstand kommt, also ob der Regierung das Geld ausgeht. Vor dem Greenscreen steht eine Schaltung nach Hamburg an. Hinter dem Korrespondenten ist ein Foto projiziert. Für die Zuschauer steht er am Weißen Haus. Letzte Absprachen mit der Tagesschau, während zeitgleich eine Pressekonferenz des Weißen Hauses läuft. Jede Leitung in der ARD geht zunächst über den Sternpunkt in Frankfurt und weiter ans Ziel. Live ist eben live und eine Direktschalte kann ihre Tücken haben. Das sind natürlich Situationen, die für Reporter nicht so schön sind, wenn man sich selber als Echo noch mal zeitverzögert auf dem Ohr hört oder wenn man andere Geräusche aus der Regie in Hamburg hört, die einen irgendwie stören oder ablenken. Man sieht dann manchmal, dass Reporter sich diesen kleinen unsichtbaren Knopf einfach rausziehen, weil sie eben zu irritiert sind und dann weiterreden. Nachteil ist, dass man dann die nächste Frage nicht mitkriegt, da muss man das da wieder reinfummeln. Das sind dann so kleine Fallstricke. Passiert aber nicht zu oft und die Zuschauer sind eigentlich auch tolerant. Ja, das war's. Jetzt gehe ich erstmal wieder weiter. Wir müssen ja noch ins Weiße Haus. Ich kabel mich eben hier ab. Ich komme gleich mal rüber. Beim NDR in Hamburg rüstet Produktionsingenieur Henning Schwarz den Satellitenwagen, die sogenannte SNG. Wir bauen jetzt einmal die Kamera auf und gucken, dass auch alles funktioniert. Das ist bei dem Einsatz hier im täglichen Betrieb, kann ja immer mal was kaputt gehen. Muss ja mal schnell gehen und dann muss auch alles funktionieren. Insofern nehme ich einmal hier ein bisschen Kabel von der Trommel. Ja, die hauptsächliche Anwendung für SNG im tagesaktuellen Geschäft ist eine Live-Schalte mit einem Reporter vor Ort, einem Experten vor Ort. Das muss aber dann oft schnell gehen vor Ort, weil ja Nachrichten. Und deswegen muss dann auch sicher sein, dass alles funktioniert. Denn wenn das Team erst einmal vor Ort ist, darf es keine technischen Probleme geben. Jetzt sehe ich hier, die Kamera fährt gerade hoch. Hier, wir machen ja Blende und Farben immer alles automatisch. Das heißt, hier muss hier
kann man korrigieren, dass das auch alles passt. Von einem Anruf, dass es losgehen soll, bis dorthin braucht es ja auf jeden Fall auch. Es ist ein LKW, darf nur 80 fahren. Das sind also alles so Zeiten, die man braucht. Ja, und dann, wenn wir vor Ort stehen, muss erstmal die Antenne ausklappen, die braucht eine Zeit. Da muss man dann den Satelliten finden, den man gebucht hat. Und das ist immer ein bestimmter. Das kann auch eine Zeit dauern, je nach Standort. Man muss erstmal gucken, dort, wo man stehen möchte, sieht man den Satelliten überhaupt. Also sehen ist zu viel gesagt, der ist natürlich sehr weit weg, aber es dürfen keine Bäume im Weg sein oder keine Häuser. Nebenan steht ein zweites Fahrzeug. Als Kötter ist heute Chris Linek mit einem Schnittmobil dabei. Wir haben dann noch einen Reporter neben uns sitzen, der uns dann meistens sehr gute Anweisungen gibt, wie wir was zu schneiden haben, der auch die Ansagen macht, ob er das Ganze, also in welche Richtung das Ganze gehen soll, ob das mit Musik untermalt werden soll, ob es eher ein neutraleres Nachrichtenstück wird oder irgendein Erzählstück für ein anderes Format. In der tagesaktuellen Produktion sitzt immer die Zeit im Nacken. Pro Minute Beitrag braucht der Cutter eine Stunde, normalerweise. Wenn es jetzt wirklich irgendwie eine Rede ist, die gerade erst passiert und die kurz vor der Tagesschau dann stattfindet, dann kann es auch gern mal sein, dass wir, weiß ich nicht, 1:30 in einer halben bis dreiviertel Stunde, ich sag mal, zusammenhacken müssen, weil einfach keine Zeit dafür da ist. Die politische Berichterstattung für die gesamte ARD findet in Berlin statt. In der Bundeshauptstadt sind 800 Journalisten aus dem In- und Ausland dauerhaft akkreditiert. Mitten im Berliner Politikbetrieb ist auch Tamara Anthony. Die Journalistin ist seit 4 Jahren für das ARD-Hauptstadtstudio jeden Tag im Regierungsviertel unterwegs. Noch ist sie auf der Suche nach Gesprächspartnern aus den Fraktionen. Also gerade heute sind natürlich besonders viele Termine, weil wir zum einen die ganzen Koalitionsverhandlungen haben. Das heißt, überall gibt es Arbeitsgruppen, überall treffen sich gerade Politiker, um zu definieren, was im Koalitionsvertrag steht. Und gleichzeitig wird jetzt heute ein Gesetz verabschiedet, darum eben auch die Demonstration über den Familiennachzug. In der Westlobby des Bundestages warten die Journalisten auf die Abgeordneten. Doch die strömen erst nach der namentlichen Abstimmung allmählich aus dem Plenarsaal. Okay. Wir wollen noch mal ein Abgeordneteninterview. Jetzt gerade war eine Abstimmung zum Familiennachzug. Insofern ist jetzt Abgeordneteninterview und dann geht es schnell wieder ins Studio, um Ton für den Schnitt vorzubereiten. Das Kamerateam ist mittlerweile in der Lobby eingetroffen. Die Hauptstadtkorrespondentin auf Tuchfühlung mit den MdBs. Tamara Anthony sucht heute ihre Gesprächspartner nicht nach Promi-Faktor, sondern nach Themen aus. Denn auf die sogenannten O-Töne greifen häufig auch andere ARD-Kollegen zurück. Hallo, Frau Beid. Wenn wir noch ganz kurz ein Interview machen könnten. Doch wie nah kommen die Journalisten in der Hauptstadt den Abgeordneten? Und wie viel Nähe ist nötig? Wie viel Nähe zu viel? Ich glaube auch, dass es schwierig ist, dass man nicht zu nah immer mitfiebert quasi mit den Abgeordneten und alles halt nur aus der letztendlich politischen Brille sieht und nicht mehr aus der Brille von denen, die von solchen Gesetzen betroffen sind. Darum hilft das einfach total, dass man halt öfter auch mal mit Betroffenen von diesen Gesetzen Kontakt hat oder mal jemanden dreht, der davon betroffen ist, um dann zu sehen, okay, das sind die Auswirkungen von so einem Gesetz. Auch der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries kommt gerade aus der Abstimmung. Er ist erst seit Herbst Mitglied des Bundestages. 4 Jahre lang saß er bereits in der hamburgischen Bürgerschaft. Doch ein Netzwerk zu den Hauptstadtjournalisten muss er noch knüpfen. Wo ich erstaunt bin, ehrlich gesagt, ist, dass manchmal die Journalisten, gerade auch der Tagesschau, schneller Bescheid wissen als wir Abgeordneten, was gerade der aktuelle Stand ist. Da wundert man sich ja manchmal, aber das ist ja auch manchmal der schnelllebigen Zeit geschuldet. Noch wartet der Berlin-Neuling auf sein erstes 20-Uhr-Interview. Die Tagesschau ist natürlich sozusagen die Number One. Und man merkt einfach, dass da unheimlich viel Expertise ist, interne Kenntnisse über den Politikbetrieb, auch über das, was in den Verhandlungen jetzt aktuell läuft. Insofern Tagesschau ist ein Muss. Ein Muss für Eckart Aretz, alle relevanten Tagesschau-Nachrichten für das digitale Angebot aufzubereiten. Als Chef vom Dienst verantwortet er heute das Online-Angebot tagesschau.de. Videos, Audios, Fotos und Texte. Mehr als 4 Millionen Aufrufe täglich bekommt die Tagesschau über das Internet. Ein neuer Beitrag soll online gestellt werden. Der CVD kommt zur Abnahme. Meine Aufgabe ist zum einen, das aktuelle Geschehen im Blick zu haben. Ich muss also ständig hier auf diesen kleinen Bildschirm gucken und schauen, was uns die Nachrichtenagenturen an neuen Nachrichten liefern. Und dann zusammen mit meinen Kollegen
überlegen, was ist für uns relevant. Wir können ja nicht alles abbilden, wir müssen immer eine Auswahl treffen, da fällt natürlich auch manches weg. Doch die Online-Redaktion ist nicht nur für Tagesschau.de zuständig. Die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter werden aus diesem Newsroom bestückt und moderiert, denn es gibt viel Feedback. Auch die Tagesschau-App ist ein wichtiges Angebot für harte Nachrichten, für unterwegs und mit viel Bewegtbild. Wir haben ja viel mehr Möglichkeiten. Wir haben nicht diese Beschränkungen auf 15 Minuten jeden Tag. Wir können viel mehr Themen machen. Und deswegen können wir auch ein breiteres Spektrum an Themen aufgreifen. Wir können manchmal auch unterhaltsamer sein. Ein Stockwerk darüber entwirft Jaroslav Wilkowski zunächst eine Skizze. Aus sogenannten Piktogrammen setzt der Grafiker am Computer eine Seite zusammen. Diese Grafiken sollen den Zuschauern helfen, schwierige Zusammenhänge besser zu verstehen. Wir erklären auch Sachverhalte in einer sehr kurzen Zeit. Meistens werden die Animationen in ein Stück reingeschnitten bzw. werden auch für die Anmoderation gebraucht und dürfen nicht allzu lange sein. Nach einer Stunde ist diese Grafik fertig. Aber auch Karten wie zum Konflikt auf Zypern oder dem andauernden Syrienkrieg werden hier gebaut. Denn auch die geografische Einordnung hilft vielen Zuschauern, sich besser zu orientieren. Stefan Niemann ist mittlerweile am Weißen Haus angekommen. Ja, die Sicherheitskontrolle ging relativ schnell heute für uns akkreditierte Journalisten. Das ist nicht immer so. Und hier sieht man Pebble Beach. Das sind die Kollegen der amerikanischen Sender, die hier live schalten bereits, berichten für CNN, ABC, CBS und all die anderen Networks. Die haben hier also feste Reporterpositionen, wo sie arbeiten. Und wir gehen dann meistens direkt rüber in den Briefing Room vom Weißen Haus. Das ist da hinten das kleine flache Gebäude. Da ist übrigens mal ein Swimmingpool drin. Ja, hier versuchen wir so oft wie möglich zu sein, ein-, zweimal die Woche, um eben direkt im Weißen Haus Antworten zu kriegen auf unsere Fragen. Der Presse-Briefing Room, der ist relativ klein. Man sieht, es sind nur 49 feste Sätze, hoch umkämpft für die selbstbewussten Reporter und Reporterinnen. Kameras sind immer live geschaltet. Und wenn wir da sind, dann stehen wir meistens irgendwo hier am Rand an der Seite und winken und hoffen, dass wir mal drankommen, damit wir eben auch Fragen beantwortet kriegen, die die Zuschauer der Tagesschau vielleicht haben. Doch spannender ist es heute vor der Tür, ein seltener Termin. Denn der Präsident gibt gleich ein Statement zum Regierungsstillstand im Rose Garden. Bilder für die Tagesschau. Aber es ist nicht nur ein Kampf gegen die Zeit, sondern auch ein Kampf um die besten Plätze. Help us to be self-sacrificial love for all. So voll ist das dann manchmal hier. Also man hat dann aber keine Chance reinzukommen, weil sie uns als Letzte reinlassen. Vorab schickt der Journalist die News aus dem Rose Garden schon einmal per Twitter in die Welt. Hier ist man ganz nah dran an der Weltpolitik. Doch selbst für die Tagesschau-Korrespondenten ist das manchmal relativ. Er hat keine einzige Reporterfrage beantwortet. Typisch Trump, muss man sagen. Er hat seine Agenda, er hat vom Prompter abgelesen, was er den anwesenden Ehrengästen zu sagen hatte, hat die Fragen ignoriert und ist wieder gegangen. Das ist typisch Trump hier im Weißen Haus. In Hamburg bereitet Redakteurin Christine Bauer bereits den Folgetag vor. Die politische Lage in Berlin ist nach wie vor unklar. Ergebnisse zuständig. Fernsehen ist halt schon so ein bisschen, ne, da muss man drehen, da muss man Sachen organisieren, Gesprächspartner organisieren, sich über die Inhalte Gedanken machen. Wenn man das nicht einen Tag vorher einplant, dann gibt es keine Sendung. Oder Sendungen, die ziemlich, ziemlich schlimm aussehen. Das kommt an, Test 1, 2, 3, das funktioniert hervorragend. Produktionsingenieur Henning Schwarz macht letzte Mikrofontests. Die Satellitenschüssel der SNG wird nun wieder eingefahren und auch die Kabellage kommt wieder auf die Trommel. Gemeinsam mit dem Schnittmobil verlässt das Team das NDR-Gelände in Hamburg zum Einsatzort. In der Tagesschau-Redaktion setzt Grafikerin Kerstin Behrer eine erste Version des sogenannten Fächers auf. Die großflächigen Fotos werden später als Themenübersicht am Anfang der Sendung hinter dem Sprecher eingefahren. Fertig ist sie erst um 20 Uhr, denn die Reihenfolge kann sich jederzeit noch ändern. Und den würde ich dann jetzt auch mit einbauen. Und schon ist er an der vorletzten Position. Und wenn der Fächer durchläuft, sieht man ihn dann auch gleich. In 33 Jahren im Tagesschau-Studio hat sich für Chefsprecher Jan Hofer vieles verändert. Nur die Probedurchläufe sind geblieben. So, willkommen in meinem Wohnzimmer. In einem der modernsten Studios für Nachrichten, die es weltweit gibt. Hier ist eine kleine Schublade, da ist eine Bürste drin und ein Spiegel, damit man sich nochmal kontrollieren kann. Hier ist in der Regel eine Wasserflasche drin, falls man einen trockenen Mund bekommt unterwegs.
Und hier ist etwas ganz Besonderes drin. Hier ist nämlich ein Mikrofon. Und dieses Mikrofon, das haben wir noch nie benutzt. Ich glaube, es hat auch noch nie jemand gesehen. Das ist das Havarie-Mikrofon. Sollte also mein Ansteckmikrofon kaputt gehen, aus irgendeinem Grunde in der Sendung, dann würde man mir über den Kopfhörer, den ich gleich tragen werde, würde man mit dem Kopfhörer sagen, bitte sofort das Mikrofon nehmen. Und dann würde ich hier wie ein Schlagersänger stehen und die Sendung könnte aber weitergehen. Also man würde mich dann wieder hören. Aber nicht nur die Tischmikrofone sind im Laufe der Jahre verschwunden. Heute im Studio Jan Hofer. Es gab noch bis Anfang der 90er Jahre eine Motorradstaffel, die dafür gesorgt hat, dass die Filme unserer Auslandskorrespondenten möglichst schnell vom Flughafen hierher kamen, damit die hier entsprechend bearbeitet, gesprochen und entwickelt werden konnten. Das kam ja damals alles mit dem Flugzeug. Heute haben wir Satelliten. Heute wissen wir zum Beispiel, was nachts auf der anderen Seite der Welt los ist. Deswegen haben wir ja früher nachts nie gesendet, weil wir ja nicht wussten, was da los ist. Am Sendemast in Hamburg-Moorfleet ist Elektroingenieurin Renée Steinhauer auf Kontrollgang. Keine der 275 Sicherungen darf hier rausfliegen. Und auch dieser Stecker darf nie raus. Kanal 23. Sonst sieht der Zuschauer keine Tagesschau. Auch die Radiowellen werden von hier verbreitet. Und so kommen jeden Abend um 20 Uhr auch mehrere 10.000 Tagesschau-Hörer dazu. Täglich prüft Renée Steinhauer die Sendefrequenzen auf Abweichungen. Denn auch das würde der Zuschauer merken. Ja, der kann halt kurzzeitig Empfangsprobleme haben, dass das Bild nicht mehr richtig dargestellt wird. Das sind dann eine Klötzchenbildung, heißt das. Oder halt komplett schwarzes Bild. Das kann auch passieren. Prinzipiell wollen wir eine Versorgung von 99,7% gewährleisten. Das heißt, 0,3% im Jahr darf der Sender auch mal aus sein. Ist meistens auch nachts, wenn wir Messungen machen, die Antenne messen. Doch auch tagsüber wird mal gewechselt, einmal im Monat. Denn beide Sender sollen gleichmäßig belastet werden. Wird runtergefahren für die Zwecke und dann wird die nächste Vorstufe dazugeschaltet und die fährt dann auch hoch im Machtbetrieb. Das norddeutsche Publikum sieht in diesem Moment fast 5 Sekunden lang Schwarzbild. Im Raum nebenan in der Leitstelle ist Kollege Simon Steinkamp derweil für die störungsfreie Übertragung zuständig. Hier überwachen wir von Holland bis Polen, von Dänemark bis in Harz alle Sender, die wir haben, UKW, Fernsehen, die terroristischen Übertragungen. Und hier sehe ich im Grunde jeden Status vom Sender, kann auch die Bilder mir nochmal angucken und notfalls eingreifen. So wie jetzt, denn diesen Gong hören Sie hier nicht so gerne. Wir haben gerade eine Zuleitungsstörung gehabt bei einem Sender auf Helgoland. Aber das war anscheinend nur ein kleiner Aussetzer. Das kommt ab und zu mal vor. Alles ist wieder gut, alles ist wieder ruhig. Alles, was von hier ausgestrahlt wird, muss laut Gesetz 90 Tage auf einem Server gespeichert werden. Und dennoch, hier gibt es sogar auch noch einen Plan C. Jeden Sender haben wir ja redundanzmäßig aufgebaut, dass wir meistens sogar 2 Sender nebeneinander haben. Wenn ein Sender ausfällt, schalte ich den anderen Sender an, sofern das nicht sowieso automatisch macht. Oder bei Stromausfall zum Beispiel, was ja auch ab und zu mal vorkommt, können wir Dieselgeneratoren einschalten. Und auch das muss regelmäßig getestet werden. Die Dieselgeneratoren mit mehr als 1500 PS könnten bei Stromausfall den Sendebetrieb für weitere 14 Tage gewährleisten. Im ARD-Hauptstadtstudio ist Chefin vom Dienst Tamara Anthony im Gespräch mit der Studio-Crew. Politisch bewegt sich derzeit einiges in Berlin. Möglicherweise muss später noch zur Tagesschau geschaltet werden. Danach muss sie weiter in den Schneiderraum. Ein Kollege präsentiert seinen Beitrag. Ihr seid schon fertig? Wir sind fertig. Dieser Auftritt soll seine. Jetzt zeigt sich, ob Text, Bild und Inhalt zusammenpassen und stimmig sind. Im Anschluss muss der Beitrag erst vertont, dann zur Tagesschau nach Hamburg überspielt werden. Es ist manchmal so, dass sich im Laufe der Zeit dann noch mal irgendwas geändert hat. Und wenn man halt hier im Schnitt sitzt, dann kriegt man manche Sachen nicht mit. Und zum anderen bin ich halt in manchen Fällen dann auch einfach der erste Zuschauer, der halt so einen Text oder den Beitrag hier sieht. Und er ist der Experte, der in dem Beitrag oder alles mitgekriegt hat. Und ich bin die Zuschauerin, die dann über irgendwas vielleicht stolpert und dann noch mal sagt, da bin ich ausgestiegen. Und dann merkt man, oh, ich war zu tief im Thema drin, ich muss noch mal neu denken. Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Diese Klangfarbe haben Millionen Fernsehzuschauer im Ohr. In der Stadt Hualian. Peter Katsantzakis ist seit 1995 die Stimme aus dem Off.
Er ist also während der Live-Sendung nicht zu sehen, sondern nur zu hören. 10 Minuten vor der Sendung ein letzter Mikrofontest mit der Regie. Also als Offsprecher lese ich die NIFs. Das sind die sogenannten Nachrichten im Film. Das sind 30 Sekunden, ungefähr 30 Sekunden lange Nachrichtenfilme, die hier im Haus produziert werden und die dann live quasi von mir besprochen werden hier. Wenn ich husten muss, gibt es hier eine Räuspertaste, eine Mute-Taste, die drücke ich. Das kriegt der Zuschauer nicht mit. Aber bei einem Versprecher, klar, der geht dann raus. Aber ist ja menschlich. Bislang ist die Tagesschau mehr als 23.000 Mal auf Sendung gegangen. Einer der größten Schätze schlummert im Keller. Das Bandarchiv ist ein Erinnerungsort der Zeitgeschichte. Bis 2009 wurden alle Ausgaben analog archiviert, einige noch auf Filmrolle. Die jüngeren Ausgaben liegen mittlerweile digital als File vor. Doch die Archivare holen noch fast täglich alte Bänder ans Tageslicht. In Washington demonstrieren am Mittag 12.000 Menschen gegen Trump. Viel Luft bleibt dennoch nicht, die Zeitverschiebung sitzt im Nacken. Hallo, Stefan Niemann, Washington, ich grüße Sie. Wir drehen noch bei der Demo, der Anti-Trump-Demo. Die Bilder sind noch nicht da, die erwarte ich in einer halben Stunde. Alles und auch der Sendeplan setzt enge Grenzen. Die klassische Tagesschau ist 90 Sekunden lang, 1 Minute 30 und man muss um jede Sekunde extra kämpfen. Manchmal, wenn man ganz gute Argumente hat und es ist was ganz Wichtiges passiert, kriegt man die extra Zeit. Ich werde da heute auch gleich nochmal anrufen, weil die 90 Sekunden fast immer zu knapp sind. Wenn der Text von der Redaktion in Hamburg freigegeben ist, folgt zum Schluss die Vertonung des Beitrages. Erst jetzt geht für Korrespondent Stefan Niemann ein arbeitsreicher Tag zu Ende. Bei Bettina Köhler im sogenannten Ingest bei der Tagesschau in Hamburg kommen dann bis kurz vor Sendung die Beiträge aus Berlin, Flensburg oder eben aus Washington an. Wenn wir Bescheid sagen, dass wir laufen für die Aufnahme, dann wird am anderen Ende, zum Beispiel in Washington, der Play-Knopf gedrückt, dann läuft der Beitrag los. Und dann zeichnen wir auf bis zum Ende, kontrollieren nebenbei Bild und Ton. Und wenn das okay ist, geben wir an das Leitungsbüro das okay, dass der Beitrag gut angekommen ist. Im Büro von Redakteur Patrick Gensing geht es mehr darum, ob etwas stimmt, nicht ob es gut angekommen ist. Als sogenannter Faktenfinder macht er bereits seit gut einem Jahr Zuschauern und Usern transparent, wie die Tagesschau recherchiert und welche Quellen sie verwendet und wie man Falschmeldungen erkennt. Die Tagesschau zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich mit seriösen Quellen beschäftigt, dass sie nur seriöse Quellen benutzt, um zu berichten. Und der Faktenfinder beschäftigt sich eben gezielt mit unseriösen Quellen. Das heißt, wir schauen nach Nachrichten, die nicht stimmen, schauen, wie die verbreitet werden und widerlegen sie und stellen sie richtig. Wenige Minuten vor der 20-Uhr-Sendung. Anspannung für Chef vom Dienst Stefan Ziegenhagen und seine Mannschaft in der Regie. Denn nachrichtlich kann noch immer etwas passieren. Es kommt einiges rein, weil wir diesen Erdbeben haben in Taiwan. Da müssen wir noch mal gucken, da sind schon 2 Tote und mehrere Verletzte. Aber sonst ist eigentlich das, was wir wollten, da. Außer, dass es keine Einigung bei der Koalition gibt. Jedenfalls wissen wir es nicht. Dann ertönt der Gong. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Chefsprecher Jan Hofer ist auf Sendung. Der Fächer kommt reingefahren. Die Grafik ist im Beitrag eingebaut. Die 23.594. Tagesschau geht fehlerfrei on air. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ab 20.15 Uhr arbeitet die Redaktion bereits an der nächsten Ausgabe. Alles, was ab jetzt passiert, könnte der folgenden Tagesschau eine Nachricht wert sein. Und wir sind durch. Vielen Dank. Wann machen wir denn was mit TT?